So werden sie aussehen, die neuen Garnituren der Westbahn GmbH, die ab 11. Dezember von Wien nach Salzburg und retour fahren werden. Das private Personenverkehrsunternehmen heizt den Wettbewerb im Land an. Wir haben eigene Züge, eigenes Personal und fahren auf der Paradestrecke der ÖBB mit diesen eigenen Mitarbeitern und eigenen Zügen ein anderes Konzept als die ÖBB. Das heißt, wir sind kundenfreundlicher, wir versuchen kundenfreundlicher zu sein, haben andere Züge, haben schönere Züge, haben gratis WLAN an Bord, unterstützen alle Telefonprovider zum Telefonieren am Zug. Also lauter so Dinge, die eigentlich ein moderner Zug haben sollte, das bieten wir an am Markt. Darauf wollen und müssen die ÖBB reagieren. Der Reformkurs der ÖBB hat das Ziel, dass wir mehr Kunden für unser System begeistern, auf die Schiene bringen, hat im Güterverkehr das Ziel, dass wir noch profitabler werden und uns auf jene Branchen und Dienstleistungen konzentrieren, die für das System Bahn geschaffen sind. Beim österreichischen Schienennetz herrsche ein gewisses Durcheinander, so die Uni-Experten. Ich glaube, dass es um einen Wettbewerb um die Leistungen kommen wird und die ÖBB wird ihr Leistungsniveau wieder anheben müssen, weil sonst werden die Leute nur noch bedingt mit der ÖBB fahren. Es ist wichtig, dass die Verkehrsunternehmen zusammenarbeiten, so wie es im Nahverkehr schon üblich ist, dass ich also mit einer Fahrkarte verschiedene Verkehrsmittel bedienen kann. Das brauchen wir auch im Fernverkehr. In Oberösterreich hingegen gibt es für das Projekt Mühlkreisbahn bereits eine Machbarkeitsstudie, für die Summerauer Bahn einen konkreten Zeitplan. Ganz anders bei der Pürnschober Achse. Wir fordern eine leistungsfähige Verbindung des oberösterreichischen Industriezentrums mit den steirischen Industriezentren und in weiterer Folge bis Koper. Das heißt, ein ordentlicher Ausbau der Strecke über Pürn-Schoberpass. Die Achse ist deswegen wichtig, weil wir das Industrie- und Wirtschaftsland Nummer 1 sind und weil über den Hafen von Koper die meisten unserer Exporte laufen und wir daher ein geschlossenes System auch in diese Richtung brauchen.